Langzeiterfahrungen zu diesen Hikes. Einsatz Wanderstiefel. Du siehst, das Teil hat schon einiges mitgemacht. Und wenn du wissen willst, was mein Fazit nach 3,5 Jahren Benutzung ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich habe vor langer Zeit hier am Kanal diese Teile schon ein bisschen vorgestellt. Da hatte ich schon, ich weiß es nicht genau, ein halbes Jahr Erfahrung, so irgendwas. Aber das ist schon lang her. Das war 2019. Und jetzt haben wir Ende Oktober, Nationalfeiertag ist heute, der 26. Oktober 1921. Das bedeutet, ich kann sagen, 3 Jahre, sagen wir, oder so ungefähr. Es ist auch wurscht. Diese Teile hier, wie man sieht, haben schon einiges mitgemacht. Und wenn mich wer fragt und sagt, würdest du diesen Stiefel, ich glaube, der heißt GTX, so irgendwas, siehst du, habe ich alles vergessen, würdest du dieses Teil noch einmal kaufen, würdest du das jemandem empfehlen, dann würde ich original zu 100% ja sagen. Das Ding ist absolut abartig. Nämlich was Qualität betrifft, was Langlebigkeit betrifft, ich habe dann kein einziges Mal geputzt. Ja. Das sieht man auch, nein, das zeige ich jetzt nicht hier. Oder das sieht man sehr. Diese Isolationssohlen, die da drinnen sind, sind sehr, sehr wertvoll. Die machen das Ganze doch noch einmal eine Stufe besser. Das Ding ist echt super. Wo habe ich es im Einsatz gehabt? Und zwar bei all meinen Trainings, wenn es nicht zu stark regnet, also wenn es extrem stark regnet oder wir massiv, also im Schnee habe ich ihn noch nie eingesetzt, das muss ich auch dazu sagen. Oder kann mich da auf jeden Fall nicht erinnern, dann habe ich solche Teile hier an. Ja, wenn dich das interessiert, kann ich da auch, wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar, dann kann ich sowas auch einmal vorstellen. Aber auch wenn es feucht war, ich bin ja eigentlich ein Crocs-Träger, aber wenn es feucht und grausig ist und ich irgendwo im Gelände unterwegs bin oder bei den Trainings, dann habe ich eigentlich immer die hier. Immer die hier. Und ich bin einmal, das war jetzt vor kurzem, warte mal ganz kurz, das war heuer. Heuer im September muss das gewesen sein, bin ich mit einem der beiden komplett ins Wasser reinkommen. Das heißt, da ist das Wasser drin gestanden und seitlich rausgeronnen. Und den haben wir dann ausgetrocknet, ja, aufgestellt, ausgetrocknet und ist alles noch in bester Ordnung. Das ist super. Wie oft ich meine, das Leder ist schon ganz schön abgeschert, ja? Das sieht man hier, ja? Dass der schon einiges mitgemacht hat. Da auch ein bisschen aufgeschnitten teilweise, aber bei der Benutzung ist das jetzt kein Thema. Die Sohle ist auch deutlich abgearbeitet. Ich weiß nicht, wenn die dann wirklich komplett weg ist und hier an der Stelle ist es auch schon ziemlich abgearbeitet, genau da. Da in dem Bereich ist es sehr abgearbeitet. Weiß ich nicht, ob es sich eigentlich auszahlt, hier das noch einmal besohlen zu lassen. Weiß gar nicht, ob das geht. Habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss man bei Hikes anfragen. Aber was ich hinaus will, ist, das Ding ist den Preis, jeden Euro, den du da investierst in diesen Schuh, ist es hundertprozentig wert. Ich kriege immer wieder die Anfrage, auch auf Instagram da zum Beispiel. Ja, wenn du meinen Instagram-Account noch nicht kennst, da machen wir mal so eine Frage rum, gebe da unten den Link. Und da ist es auf jeden Fall so, was braucht der Bushcrafter und Outdoor-Survivalist für die Trainings? Was soll ich als Anfänger investieren? Und da wird meistens gefragt nach irgendwelchen Messer und so Zeugs. Und das kannst du auch gern tun. Ich bin auch ein absoluter Messer-Freak. Nur, damit du draußen auch wirklich Freude an deinem Messer haben kannst, welches du auch immer mitnimmst, dann ist es gut, wenn deine First- und Last-Line auf Defense gegen die Witterung da draußen gute Qualität ist. Denn das beste Supermesser hilft dir nichts, wenn du so nass bist, dass dich reißt. Oder du einfach gar keine Lust verspürst, rauszugehen, weil du weißt, es wird heute wieder saukalt. Oder bei meinen Schuhen wird das reinrinnen. Ich habe einmal, ich weiß nicht mehr, welche Schuhe ich da gehabt habe. Und da waren wir bei einem Bushcraft-Treffen beim, wie heißt der? Der Benjamin Klausner. Da war auch der Heli mit dabei von Bushcraft Tirol und der Felix Immler und der Busch Sunny, glaube ich, war dort und der Waldläufer und viele andere Leute. Ich kann die Namen nicht mehr, ich kenne die Gesichter noch. Und auf jeden Fall, da sind wir am letzten Tag oder was am vorletzten Tag eine Runde gegangen durch den Schwarzwald und da ist irgendwo ein Gatsch gewesen. Und da bin ich rein und da war komplett nass. Und ich habe
und das war Oktober, glaube ich, dann die Schuhe die ganze Zeit nicht mehr trocken bekommen. Der Heli hat mich dann mitgenommen zurück nach Innsbruck und dort bin ich mitten in der Nacht am Innsbrucker Bahnhof gegangen. Da war es aber so, nicht, dass ich da komplett eingesunken bin, sondern wir sind nur bis zum Gatsch gegangen und da ist von allen Seiten das Wasser reingelaufen. Und das ist mir bei dem noch nie passiert. Ich habe ihn selber versenkt, weil das Wasser da oben und da an der Seite, schau mal her, die Zunge geht bis da nach oben rauf. Das heißt, ich bin komplett im Wasser eingesunken. Das ist von oben reingelaufen, nicht von unten. Daher selber schuld, selber schuld. Also wie gesagt, du bist hier bis hier an dieser Stelle eigentlich wasserdicht, unter Anführungszeichen. Das ist nicht wie beim Gummischuh, ist klar. Aber doch, also durch so einen Bach durchgehen ist damit überhaupt kein Problem, außer du übertreibst es, wie ich es gemacht habe. Aber da war es so, da war man nur irgendwo in so einem bisschen an Gatsch herum und da ist er von allen Seiten und durch die Wiese sind wir gegangen. Während dieser Wanderung ist mein Stiefel komplett nass geworden. Das war fürchterlich. Und auf jeden Fall habe ich mir dann geschworen, ich investiere in gute Ausrüstung auch bei den Schuhen. Also Quant hatte ich Gutes mit. Ich glaube, eine Fellreben-Jacke hatte ich da und auch eine Fellreben-Hose. Also das war alles super. Ja, war alles, alles okay, nur die Schuhe. Und da mag ich da einfach den Tipp mitgeben, wenn du als Bushcraft-Anfänger unterwegs bist, bitte geh und kauf dir gescheites Gewand und kauf dir gescheite Schuhe, damit du draußen einfach durchhältst und damit es Spaß macht. Und der Rest wird sich dann ergeben. Der Rest wird sich dann ergeben, welches Messer und welchen Feuerstahl und welchen Rucksack und ob das Geschirr Titan ist oder Alu oder Edelstahl und ob es von dem Hersteller ist und so hoch ist und so. Hauptsache, du hast draußen einen Spaß, weil es ganz einfach, ja, einfach passt. Weil es einfach passt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich plaudere schon wieder. Ja, das ist ein Wahnsinn mit mir, ich gebe es zu. Diese Schuhe, einfach so, ich verkaufe die auch nicht im Shop. Also, ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Geschäftemacherei. Dass mir auch manche vorwerfen, was total okay ist. Könnt ihr mich gerne haben. Dieses Ding kann ich zu 100% empfehlen. Für mich und für meine Anwendungen ist es absolut genial. Und wenn die werde ich jetzt noch zusammentreten. Und wenn die kaputt sind, dann kommen die nächsten her und dann hole ich mir die nächsten. Die sind einfach absolute Spitze. Gehören zu den besten Schuhen, die ich habe und je gehabt habe. Das war sogar besser als der Feldschuh 1. Ich glaube, dass mir das sogar beim Feldschuh 1 reingeronnen ist. Aber lass es sein. Gut, jetzt bist du dran. Hast du auch Hikes? Was ist da deine Meinung dazu? Hast du gute, schlechte Erfahrungen gemacht? Würdest du mir beipflichten, dass es besser ist, 250 Euro abzudrücken und dafür mit dem Mora-Messer rauszugehen als Anfänger oder umgekehrt mit dem 250 Euro Messer rauszugehen und dir bei Max Fuchs Miltek oder sonst irgendjemanden Schuhe um 15 Euro zu kaufen? Ich meine, kann man auch tun. Vielleicht bist du ein Anhänger von dieser Fraktion und schreib mir auch gerne einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, gib dir den Link auf Amazon. Schau bei mir auch beim wunderbaren Waldurlaub.at vorbei. Schau mal her. Da gurke ich mit diesen Hikes in der Gegend herum. Das ist einfach absolut großartig und wunderschön hier. Also ich kann dir nur eins sagen, das lohnt sich. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.